Guten Tag, meine Damen und Herren. Was ich Ihnen heute vorstellen möchte, ist unser Akkubohrschrauber PS18C von AEG. Ausgestattet ist er heute mit einer 2 Amp Akku-Batterie-Pack. Das hier für eine bessere Ergonomie und eine Gewichtsverteilung zu zeigen. Genauso ist er aber auch kompatibel mit einer 4 Amp Akku-Batterie-Pack. Unser Bohrschrauber kommt mit einem 13 mm Bohrfutter. Den sind jegliche Drillbits auf dem Markt eben anschließbar. Des Weiteren kommt er mit einem maximalen Drehmoment von 70 Newtonmeter. Dank des vierpoligen Motors wird mehr Leistung abgefragt und somit eben diese hohe Drehzahl ermöglicht. Er kommt in dem ersten Gang 450 Umdrehungen in der Minute. Im zweiten Gang ruft er 1650 Umdrehungen ab. Nun möchte ich Ihnen einige Anwendungen zeigen, wo dieser Überlastschutz, den wir hier eben haben, zugreifen wird. Die erste Anwendung ist eine 8x200 Holzschraube in Fichtenholz zu schrauben. Sehen Sie selbst. Die nächste Anwendung ist mit einem Schlangenbohrer im zweiten Gang ein 20 mm Loch zu bohren. Die dritte Anwendung zeigt das Bohren im zweiten Gang mit einem 54 mm Selbstbohrer. Hier werden Sie ebenfalls sehen, wie dieser Überlastschutz zugreifen wird. Gehen wir nun zum nächsten Teil, und zwar zur Ergonomie. Das Gerät misst 180 mm Länge, hat einen integrierten LED-Zugriff, auch mit dem Schalter. Das ermöglicht natürlich eine bessere Sicht, gerade bei der Konstruktion oder bei der Jobsite. Was wir dann auch haben, ist natürlich dieser Zusatzhandgriff. Ganz wichtig dafür, gerade damit dieser Drehmoment auch sicher am Anwender kommt und dann eben nicht zum Überdrehen kommt.